Hast du dich schon mal gefragt, welche Muster, welche Eigenschaften und welche Verhaltensweisen von dir dich zum prädestinierten Opfer eines Narzissten machen? Dann lass uns mal in diese Fragen hineingehen und lass uns in diesem Video einfach diese Fragen genau ergründen. Die auffälligste Eigenschaft von allen Opfern von Narzissten ist ungeheilte Empathie. Lass uns mal ganz konkret gucken, was ungeheilte Empathie ist. Es ist für dich vollkommen selbstverständlich, anderen Menschen zuzuhören. Und das ist eine sehr schöne Eigenschaft. Du hörst aber auch zu, wenn es dir nicht gut tut. Du hörst auch zu, wenn du eigentlich selbst erzählen möchtest und selbst jemanden brauchst, der zuhört. Das ist zum Beispiel der Hauptunterschied zwischen einer geheilten Empathie und einer ungeheilten Empathie. Lass uns weiter gucken. Was ist Empathie noch? Du kannst dich wunderbar in den anderen hineinversetzen. Deine mimischen Signale und auch deine Worte signalisieren dem Gegenüber, dass du ihn verstehst, dass du wirklich zugehört hast und dass bei dir angekommen ist, was dein Gegenüber dir sagen will. Du bietest also ein wunderbares Gegenüber für jeden Menschen, der gerne sein Herz ausschüttet. Der ungeheilte Empath kann aber nicht wie der geheilte Empath klar Nein sagen, wenn er zum Beispiel etwas nicht hören möchte, oder Stopp sagen, wenn es gerade zu viel ist oder es ein Thema ist, was ihn nicht interessiert oder vielleicht sogar selbst triggert. Und er kann auch die Dosis nicht wirklich bestimmen, sondern manchmal, und da wirst du mir sicher recht geben, wirst du zu geschwallt von anderen Menschen und kannst dich überhaupt nicht retten. Du schaffst es nicht, einfach wegzugehen. Und wie gesagt, du schaffst es nicht, einfach Nein und Stopp zu sagen. Du hast demnach keine gesunden Grenzen. Und warum hast du keine gesunden Grenzen? Da werden wir in diesem Video darauf kommen. Ein ungeheilter Empath hat also so viele Eigenschaften und so viele Verhaltensweisen, die jeden Narzissten glücklich machen. Jeder Narzisst will so jemanden haben wie dich. Er braucht es, dass du präsent bist. Er braucht es wie die Luft zum Atmen, dass du ihn in den Mittelpunkt stellst. Und er braucht es so sehr, dass du ihm deine Aufmerksamkeit voll und ganz schenkst, ohne dich selbst einbringen zu wollen oder gar mal zu sagen, und jetzt hörst du mir mal zu, jetzt bin ich mal dran. Vielleicht machst du es ab und an, vielleicht machst du es sogar nie. In narzisstischen Beziehungen ist es meistens für ungeheilte Narzissten sehr, sehr schwer, es auf sich zu bringen, das Gespräch. Denn du wirst abgetan. Ja, deine Worte werden abgetan. Du wirst nicht wichtig genommen. Du wirst vielleicht sogar absichtlich klein gemacht, zurückgestellt, runtergestellt oder ganz rausgestellt. Es scheint so, als hättest du nur eine einzige Funktion in deinem Leben. Und diese Funktion lautet, du musst für mich da sein. Das könnte der Narzisst so sagen, wenn er ehrlich zu dir wäre. Dein Job ist es, für mich da zu sein und mir alles zu geben, was ich brauche, damit es mir gut geht. Woher kommt das? Lass uns mal gemeinsam gucken. Meistens, und das weiß ich von meinen hunderten Klienten und Klientinnen, meistens sind ungeheilte Empathen, die mit Narzissten zusammen sind, aus einem narzisstischen Elternhaus entstanden. Du bist es also mit hoher Wahrscheinlichkeit gewöhnt, dass du dich zurückstellst, dass du auf die anderen in deiner Familie vielleicht die Mutter, vielleicht Vater und Mutter oder nur Vater, dass du guckst und schaust, wie es denen geht, damit du dein Verhalten nach ihrer Laune, nach ihrer Stimmung, nach ihren Bedürfnissen und Wünschen richtest. Du stellst dich also ganz natürlicherweise seit deiner frühesten Kindheit zurück. Nicht eben, weil du so ein toller, lieber, guter Mensch bist, ja, wie du vielleicht glaubst, sondern weil das deine Antwort
auf dieses Trauma ist, das du in deiner frühen Kindheit erlebt hast. In narzisstischen Familien aufzuwachsen, ist traumatisierend. Wenn du also traumatisiert bist und wenn du gelernt hast, dieses Trauma zu überleben, indem du dich zurückstellst und indem du alle anderen Menschen vor dir auf den Thron stellst und ihnen dienst und dein ganzes Leben, ich sag's jetzt mal ganz drastisch, für diesen Menschen, ja, für deinen narzisstischen Partner ausrichtest, dann bist du einfach ein gefundenes Fressen für jeden Narzissten. Nicht selten kommen Menschen zu mir, die sagen, Eva, ich habe mich gerade getrennt von meinem narzisstischen Partner oder meiner narzisstischen Partnerin. Aber stell dir vor, ich habe meinen Job gewechselt und meine Kollegin ist total narzisstisch. Oder mein Chef ist total narzisstisch. Oder die Chefin ist totale Narzisstin. Wie kann das sein? Ja, du verstehst es jetzt schon, weil du ja natürlich dieses Video geguckt hast. Das heißt, wenn du das als Kind dir so angewöhnt hast, dann wirst du das immer und immer wieder machen mit jedem Menschen, der dich auch nur annähernd an deine Mutter oder an deinen Vater erinnert. Das heißt, du wirst nicht nur prädestiniertes Opfer für jeden Narzissten in der Partnerschaft, sondern auch in eurer Arbeit, im Privatleben unter Freunden, in Vereinen oder wo auch immer du bist, wie wenn es hier vorne auf der Stirn tätowiert wäre, ich bin dazu da, damit es euch gut geht. Das ist ungeheilte Empathie. Und wenn du das jetzt finden kannst in dir, sei bitte jetzt nicht sonderlich geschockt oder werte dich um Gottes Willen nicht ab und sei auch nicht unendlich traurig, sondern vielleicht kannst du das jetzt so nehmen, wie so ein Wow! Aha, cool. Jetzt weiß ich etwas, was ich vor diesem Video nicht wusste und ich weiß jetzt, woran ich arbeiten kann. Dafür ist meine Arbeit da, dass ich euch zeige, euch allen da draußen und jetzt vor allem dir, wie du an genau diesem Thema arbeiten kannst. Und nicht nur am Thema ungeheilter Empath, sondern auch noch an einem nächsten Thema. Wir beschäftigen uns ja in diesem Video mit den Eigenschaften, mit den Mustern, mit den Verhaltensweisen von dir, die dich zum prädestinierten Opfer eines Narzissten machen. Und Punkt 2 von 3, den ich dir heute in diesem Video präsentiere, ist, dass du Angst vor Konsequenzen hast. Du hast also Angst, wenn du Stopp sagst, wenn du Nein sagst, wenn du dich mal in den Mittelpunkt bringst, wenn du deine Gespräche plötzlich forcierst oder wenn du zum Beispiel sagst, ich möchte dir jetzt nicht zuhören, dich einfach umdrehst und gehst. All diese Dinge machst du nicht oder nur zu einem sehr, sehr geringen Ausmaß, weil du, und jetzt kommt dieser Punkt 2, weil du Angst vor Konsequenzen hast. Du hast Angst vor den Konsequenzen, weil du als Kind erlebt hast, welche Konsequenzen es geben kann, wenn du egoistisch bist, wie wahrscheinlich deine narzisstischen Eltern zu dir gesagt haben, selbstverliebt, vielleicht haben sie auch dieses Wort genannt, oder trotzig oder störrisch oder bockig oder was auch immer sie zu dir gesagt haben. Das heißt, in dem Moment, wo du dich mal gezeigt hast, wo du deine Wahrheit gesagt hast, wo du dich mal so ein bisschen in den Mittelpunkt gestellt hast und mal wolltest, dass es um dich und deine Gefühle und deine Bedürfnisse geht, dann bist du betitelt worden, ja, mit irgendwelchen Worten und irgendwelchen vielleicht sogar Schimpfworten, die du natürlich auf gar keinen Fall hören wolltest. Vielleicht wurdest du mit Liebesentzug bestraft. Auch diesen Liebesentzug gibt es in fast jeder narzisstischen Familie. Vielleicht bist du einfach ins Eck gestellt worden und man hat eins deiner Geschwister emporgehoben. Auch das ist typisch für jede narzisstische Familie. Es gibt ein Golden Child, ein Kind, das alles richtig macht. Ja, dieses goldene Kind, das im Grunde alles machen kann, was es will und trotzdem die Liebe und die Anerkennung und die Fürsorge des narzisstischen Elternteils bekommt. Und ein schwarzes Schaf. Und wahrscheinlich warst du das schwarze Schaf, wenn du heute dieses Muster, ich sag gleich welches, mit dem narzisstischen Partner immer wiederholst. Immer und immer wiederholst. Und dieses Muster könnte folgendermaßen lauten.
Ich weiß, dass ich nichts Besonderes bin und ich weiß, dass ich nicht gut genug bin. Ich weiß, dass alle anderen besser sind als ich. Aber wenn ich ganz lieb bin zu dir, hast du mich dann lieb? Und wenn ich ganz, ganz lieb alles mache, was du möchtest, darf ich dann bei dir bleiben? Und bleibst du bei mir? Bitte, bitte, lass mich hier mit dabei sein. Lass mich zugehörig sein. Gib mir Liebe, gib mir Anerkennung. Lass mich existieren. Wenn du dieses Muster, ja, und ich seufze gerade, weil das ist so traurig. Ja, wenn du dieses Muster in dir hast, dann ist das ein Muster von einem ganz kleinen inneren Kind. Dieses innere Kind konnte nur so überleben in dieser Familie. Und dieses innere Kind ist noch immer aktiv in dir und es wiederholt, wiederholt, wiederholt seine Verhaltensweisen, weil es hofft, dass es irgendwann erfolgreich ist, was es tut, dass es irgendwann das bekommt, was es so dringend braucht. Du darfst also nicht den Narzissten verärgern, weil dann bekommst du gar nichts mehr. Du darfst nicht einfach Stopp, Nein, Grenzen zeigen oder was auch immer tun, weil dann könntest du ja mit dem Narzissten auseinanderkommen. Er könnte dich verlassen. Er könnte zu einer anderen gehen. Er könnte sagen, weißt du was, du bist es wirklich nicht. Ja, du bist es wirklich nicht. Und du würdest denken, er hat recht. Weil das ist ja das, was du selbst schon die ganze Zeit von dir denkst. Dass du nicht gut genug bist. Dass du nicht das Recht hast, an erster Stelle zu stehen. Und dass alle anderen oder viele anderen Menschen besser sind als du. Besser, liebenswerter, intelligenter, schöner, geschickter, was auch immer. Irgendetwas, womit du dich vergleichst, irgendeine Eigenschaft, die du für diesen Vergleich hernimmst, ja, die sind besser, wertvoller, liebenswerter als du. Und deswegen hat es der Narzisst leicht, mit dir diese Spielchen, diese narzisstischen Spielchen, wie ich sie immer nenne, zu treiben. Weil du das, was er zu dir sagt, selbst glaubst. Das innere Kind hat begonnen, diese Gedanken zu glauben, ich bin nichts wert, ich kann es nicht, ich bin nicht gut genug und so weiter. Das innere Kind glaubt diese Gedanken. In meiner Arbeit gehen wir genau in diese Ebene hinein, dass das innere Kind aufhört, diese Gedanken zu glauben. Diese Glaubenssätze, wie ich es nenne, ja, die Glaubenssätze des inneren Kindes oder sogar die Überzeugungen des inneren Kindes. Manche inneren Kinder sind wirklich zu 100% überzeugt, dass es stimmt, was sie glauben. Ich bin nichts wert und deshalb muss ich extrem dienen und für alle anderen da sein, weil sonst hat mich keiner lieb. Wenn du diese Angst vor Konsequenzen hast, dann verstehst du jetzt sicherlich ein großes Stück mehr, warum du einen Narzissten an deiner Seite hast oder immer wieder Narzissten anziehst. Und da fällt mir gerade noch was ein. Ich hatte mal eine liebe, liebe Klientin, die nicht diese Art von Glaubenssätze hatte. Ja, außer vielleicht, ich bin nicht gut genug, das hatte sie auch, aber die anderen eher nicht, weil sie in einer zwar auch narzisstischen, aber ein bisschen anders narzisstischen Familie aufgewachsen ist. Sie hatte eine narzisstische Mutter, die einen sehr weiblichen Narzissmus gelebt hat. Ja, also nicht weiblich, weil sie eine Frau war, sondern weiblicher Narzissmus ist ein Narzissmus, der eher ein versteckter, ein verdeckter Narzissmus ist. Die Mutter war sehr leidend und sie hat ihre Tochter immer emporgehoben, aber zu diesem Preis, dass die Tochter schon mit 4, 5 Jahren geglaubt hat, alles für die Mutter tun zu müssen, damit es dieser Mutter gut geht. Das innere Kind dieser Klientin, das war noch immer in diesem Muster. Ich muss für dich da sein, ich muss für dich sorgen, ich weiß,
was du brauchst, damit es dir besser geht. Ich muss alles dafür tun, dass du nicht weinst oder aufhörst zu weinen. Also nochmal so ein Tick anders als das, was ich vorher gesagt habe. Und der Glaubenssatz, mit dem wir gearbeitet haben, also mit dieser Klientin in dem Coaching, dieser Glaubenssatz war, wenn ich so bin, wie ich bin, dann enttäusche ich die anderen. Ich enttäusche die anderen. Deshalb kann ich nicht ich sein. Ja? Auch das ist eine Angst vor einer Konsequenz. Also die Konsequenz wäre, dass der andere enttäuscht ist, dich auf einmal so sieht, wie du wirklich bist, sich abwendet und geht. Und das ist die größte Angst, die du hast, dass Menschen sich abwenden könnten und dich alleine lassen könnten. Und da kommen wir jetzt zum dritten und letzten Punkt des heutigen Videos. Du kannst, und da bin ich mir ziemlich sicher, nicht gut alleine sein. Du bist nicht glücklich mit dir selbst. Du fühlst dich nicht wohl, wenn du einfach ganz, ganz alleine, ohne irgendwelche Geräuschkulissen, ohne andere Menschen, vielleicht sogar ohne Fernseher, ohne Radio, einfach nur so da sitzt mit dir selbst. Du hast vielleicht Angst vor den Gefühlen, die dann kommen. Oder du magst eben dieses Gefühl der Einsamkeit einfach nicht fühlen. Auch das kommt aus der Kindheit. Also auch bei diesem Punkt könnte ich dir hier ganz viel von inneren Kindern erzählen. Innere Kinder, die allein gelassen wurden. Innere Kinder, die immer auf sich alleine gestellt waren. Die Entscheidungen ganz früh alleine treffen mussten. Und denen vielleicht sogar gesagt wurde, ohne dich ging es mir viel besser. Also quasi schade oder doof, dass du da bist. Diese Einsamkeit, die sich auch oft in einer sehr großen Leere zeigt, die hält dich davon ab, den Narzissten einfach zu verlassen, einfach zu gehen. Du traust dich nicht, weil dann bist du ja allein. Und als letzten Impuls in diesem Video möchte ich dir noch Folgendes mitgeben. Das Wort allein ist im Grunde ein sehr schönes Wort, denn darin steckt all und ein. Du könntest also, und wenn du magst, unterstütze ich dich genau auf diesem Weg. Du könntest dahin kommen, dass du irgendwann dich als all eins fühlst. Verbunden mit dir selbst, verbunden mit allen inneren Anteilen, inneren Kindern, wie ich es nenne, in dir und verbunden mit allem, was es hier auf dieser Welt gibt. Diese Arbeit nenne ich Selbstliebearbeit, weil du als Mensch mit dem, was du bist, mit all dem, was du mitbringst ins Coaching, im absoluten Mittelpunkt stehst. Und weil ich dir immer wieder die Botschaft rübersenden werde, dass du okay bist, wie du bist und dass du dich jetzt schon beginnen kannst zu lieben. Jetzt schon, so wie du jetzt bist. Wenn du mit mir zusammenarbeiten möchtest, guck unten in den Shownotes auf die Links. Ich freue mich sehr, wenn ich auch dich in dein neues Leben, in ein narzisstenfreies Leben, wie ich gerne sage, begleiten darf.